Recht herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Reit und wir sind in Folge Nummer 32 von Astronia. Ja, wie ihr seht, ich bin hier unten im Keller irgendwo verloren in der Gegend. Ich weiß nicht, ich bin glaube von da gekommen und habe gedacht, ich komme hierher, aber jetzt bin ich doch von da. Nee, das weiß ich auch nicht mehr. Wichtig ist, dass ich hier gesehen habe auf jeden Fall, dass da das Gemisch ist und das war jetzt wichtig für Leitungen. Allerdings jetzt momentan brauche ich keine Leitung, weil ich nicht weiß, wo die Hauptleitung ist. Das ist also etwas schwierig, da müssen wir mal gucken, wie wir da hinkommen. Ne? Alles klar, nach dem Intro schauen wir uns das an. Bis gleich. So, das bedeutet, wir gehen erstmal dahin und holen uns das Gemisch da weg. Und hoffen nicht, dass wir irgendwo abstürzen. Genau, hier sind auch irgendwie welche Sachen, die da immer runterpurzeln. Nee, das ist... Ah, da kommt's weg. Da beschießt mich sozusagen einer, ne? Müssen wir mal aufpassen, dass wir das nicht abkriegen. Okay, wir haben auf jeden Fall ein Gemisch jetzt. Da müssen wir gleich mal gucken, wie wir das grüne Zeug da loswerden, ne? Was da uns beschießt, oder? Also jetzt hätte ich gerne noch auf jeden Fall einmal... Zeug. Oh, jetzt konnten wir schon einen nicht mehr mitnehmen. Das möchte ich aber noch mitnehmen. So, wo ist unser Auto? Da müssen wir auf jeden Fall hin. Okay, das heißt, den können wir schon mal da gerade drauf laden. Und dann machen wir unseren Rucksack auf und bauen mal ein paar Pömpel. Kleiner Generator. Ne, den will ich gerade nicht. Leuchtfeuer. Arbeitslicht. Ne, kleine Batterie. Ne, Stromverlängerung. Ne, Boostanpassung. Kleiner Drucker, Verbindung, die will ich haben. Lass die mal gerade bauen. So, und dann können wir hier den auf jeden Fall noch aufheben und ja, auf den Wagen packen. Was haben wir hier? Forschungsproben haben wir hier noch, okay. Die packen wir auf jeden Fall auch auf den Wagen. Oh, so toll haben wir da nicht geparkt, oder wie sehe ich das gerade, ne? Was haben wir jetzt noch? Hier haben wir noch Kohlenstoff. Nochmal Kohlenstoff. Kann da hinten noch aufs Auto. Wollte gerade gehen. So, jetzt hat es geklappt. Jetzt kriegen wir das noch dahin. Laterit haben wir auch noch. Erde, okay, die können wir jetzt nicht ablegen. Und die Batterie legen wir besser auch nicht ab. Aber das geht ja auch noch dann wegzulegen erstmal. So, wir haben Pömpel und dann geht es erstmal weiter, oder? So, wo war das? Rucksack rein? Ne, da war das jetzt nicht, oder doch? Doch, da hinten war das, ne? Hier ist das Zeug. Und wie kriege ich den Teil da kaputt? Ohne, dass mir was passiert? Weiß ich nicht. Aha. Habe ich einen abgekriegt jetzt, oder was? Auf jeden Fall ist er kaputt. Kann ich das mitnehmen? Wahrscheinlich, ne? Kann ich bestimmt gut untersuchen. Da unten sind noch mehr. Forschungsprobe. Da ist noch einer. So, jetzt schnell zum Wagen, sonst haben wir gleich keine Luft mehr. Irgendwo habe ich doch gerade schon wieder so einen Blub gehört. Da muss noch mehr sein, oder? Ah, da ist sowas Grünes schon. Okay, dann müssen wir da gleich mal gucken. Da sind noch ein paar Stellen frei. Ne, Kuh war's. Forschungsproben da drauf. Und das war's erst. Also einer geht da noch hin und dann der Rucksack, ne? Ah, die ist gleich hier vorne um die Ecke. So, die ist kaputt. Das grüne Zeug ist weg. Jetzt müssen wir nur gucken, ob wir das hochheben können. Was da gerade runtergefallen ist. Kommen wir da dran? Ne? Da will ich jetzt auch nicht runterfallen.
Aber ich kann es auch nicht gut sehen, ne? Aber wahrscheinlich ist das sogar in das Loch gefallen, oder? Kann das sein? Ja, ich sehe es auf jeden Fall nicht, wo was liegt. Hat auch keinen Sinn. Wir müssen jetzt gucken, wo wir diese Hauptleitung haben, damit wir jetzt das dann da irgendwie hinkriegen, ne? F. Also das Auto ist erstmal wieder oben. Wie sind wir denn jetzt hier hingekommen? Gute Frage, ne? Bin ich von da denn hochgefahren? Nee, ne? Oder doch? Also von hier bin ich doch nicht gekommen, oder? Da war ja das Ding jetzt. Nee, ich muss von hier gekommen sein. Hab aber Glück gehabt, dass ich da nicht runtergefallen bin, oder? Muss hier irgendwo lang gefahren sein. Also da wahrscheinlich. Okay. Ja, gestaltet sich schwierig wahrscheinlich. Nee, das war falsch. Oh, das war auch falsch. So ist richtig. Kriege ich denn hier bitte schön eine Schräge hin, dass ich da vernünftig runterfahren kann? Wahrscheinlich gar nicht, ne? Okay, muss wohl so klappen jetzt. Verschwinden diese Steine dann gleich auch? Ich will es hoffen. Vielleicht bin ich von hier gekommen. Ich glaube, ich bin von hier gekommen, oder? Ich glaube, ich bin neben diesen Pilz hergefahren. Oh, wird es dunkel. Oh. Schnell zu unserem Wagen. Und ja, aufsetzen und kriege hier die Kurve. Sieht so aus. Aber das mit dem Lenken ist schon ein bisschen schwierig immer, ne? Jetzt müssen wir nur finden, wo wir hergekommen sind. Ich stand hier, ja, aber wie bin ich hier hingekommen? Und da, da hinten ist auf jeden Fall was. Ja, ich glaube, ich erinnere mich, dass hier ganz viele Sachen waren. Ja, sieht aus, als ob ich hierher gekommen bin. Glück gehabt, da hinten ist auch eine Leitung. Und dann können wir hier unser Fahrzeug stehen lassen, weil wir können ja noch was rucksacktechnisch benutzen. Jetzt können wir erstmal an die Pipeline da, damit wir Strom kriegen, ne? So, jetzt sieht das doch schon wieder besser aus. So, hier müssen wir an Strom legen erstmal, ne? Und dann sind wir hier mit dem Strom und dann können wir da unten das auch noch alles entdecken. Okay. Waren wir hergekommen jetzt gerade? Ich glaube ja, ne, oder? Nee, hier sind wir nicht hergekommen. Wir sind da drüben hergekommen. Okay. Okay, hier ist also nicht so gut weiterzugehen. Jetzt müssen wir hier Verbindungsleitung bauen. Okay. Okay. Das ist auch erstmal gut. Sind wir da lang? Nee, ne? Nee, ich glaube, wir sind von da vorbeigekommen. So, jetzt haben wir noch zwei Stempel da drauf. Hier müssen wir aber gerade mal drum rum. Und wo sind wir dann hergekommen? Von da rechts? Nee, ne?
Ob von da links. Ja, wir sind hierher gekommen, glaube ich. So, und jetzt sind wir alle. Gut. Wir haben jetzt leider kein Mischzeug mehr. Ja. Aber wir wissen, wo wir hergekommen sind. Und hoffen, dass wir dann da wieder hinfinden, um dann weiter hier zu forschen oder sowas zu machen, weil da war schon eine ganze Ecke, die wir tiefer ja sind. Also tiefer im Sinne der Höhle, vom Eingang weg. So, aber hier unten sind noch ganz viele Sachen. Die sollten wir mal gucken, was wir da vielleicht von gebrauchen können oder so. Hier ist ja so eine dicke, fette Probe, ne? Den kann ich aber nicht mitnehmen, da muss ich zu viel für liegen lassen. So, hier mal erstmal den Weg runter. Was ist hier? Das ist alles kaputt, oder? Organische Ressource, Schutt. Eigentlich ist immer... Ah, die Plattform ist es, die hier über ist, okay. Da unten liegt noch viel mehr. Was ist das da? Auch noch, oh, Forschungsgegenstände. Hier so ein Exokoffer, den wollen wir aufsprengen, ne? Und Zinkblende. Oh, wir haben ja keinen Sauerstoff, ne? Ne. Schutt. Sauerstofffilter. Wenn ich den jetzt hier dran schraube. Ah, hat er nicht gemacht. Habe ich mehr Sauerstoff. Sehr gut. Da ist noch einer. Okay. Aber der ist schon nicht mehr voll, wa? Sehr schade. Geht's dann irgendwo hin? Schutt. Schutt. Die Forschung. Ah, hinter der Forschungsprobe versteckt sich noch was. Ah, leg das mal dahin, das ist eine gute Idee. Energiezelle. Die haben wir auch noch jetzt. Ist hier drinnen noch was? Ne, ist auch Schutt. Okay, dann sind wir hier schon ein ganzes Stück weiter. Da ist noch ein Gang, aber das brauchen wir nicht unter. Hier geht's runter, oder? Kann das sein? Geht's da runter? Warte mal, lass mal gucken, dass wir hier. Wir haben gerade Sauerstoffverbindung. Lass mal gerade unser Werkzeug holen. Und das machen wir wieder gerade. Jetzt können wir hier runtergehen, ohne dass wir Sauerstoffverlust haben. Und hier geht es tiefer. Ja, da müssen wir wieder so ein paar Pömpel machen. Und dann müssten wir da runter gucken. Aber im Sinn macht das gerade nicht so viel, weil wir ja den Wagen voll haben. Ne? Das heißt, ich muss erst schauen, dass wir jetzt mit der Ladung hier irgendwie runter hochkommen. Ich würde da noch ein paar Sachen mitnehmen. Hier zum Beispiel, was war das hier rechts? Sag schon, Quarz. Den kann man ja abbauen eigentlich, ne? Ne, das war schon richtig und... Dann kriegen wir noch ein bisschen Parts mit, Quarz mit, ne? Wie viel haben wir noch Platz? Ein. Und auf dem Anhänger war, glaube ich, auch noch einer frei, ne? Dann lass uns gerade noch ein bisschen... Da kommt noch mal was, hat nicht gereicht. Der hat... Ach, da oben ist auch noch einer frei, okay. Also noch mal einen. Na, das hat nicht ganz gereicht. Das aber jetzt, oder? So, jetzt hat es gereicht.
Der kommt mit, der muss irgendwo ins Auto. Ich sehe gerade, wir können noch einen zweiten machen. Da ist auch noch ein Platz. Dann stecken wir noch einen. Okay. Jetzt haben wir aber genug. Ich glaube, jetzt muss es auf dem Auto voll sein, oder? Ein Platz, meine ich, war noch frei hier. Genau so ist es. Und der Rest ist voll. Gut, das bedeutet, wir fahren jetzt wieder hoch. Das mache ich aber alles offline. Da könnt ihr, braucht ihr nicht mehr dabei sein. Entlade und guckt zu, dass wir hier hinkommen. Und dann gucken wir zu, dass wir in diesem Loch, was da ist, noch tiefer kommen, um dann vielleicht den Kern mal zu erreichen. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo macht eins habt, falls ihr die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ihr das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.